Herzlich willkommen zur 40. Folge von Assassin's Creed Unity. Und das wird auch gleichzeitig die letzte Folge sein. Und zwar, das wird eine Überfall. Was ist hier passiert? Germain hat eine Art Waffe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie kommt ihr eigentlich immer... An mir kam er nicht vorbei. Wie kann die eigentlich die ganze Zeit da sein, wo wir sie nicht brauchen und weg sein, wenn wir sie brauchen? Auf jeden Fall, das wird die letzte Folge sein, ganz einfach, weil ich bis dahin nur Thumbnails gemacht habe. Und Mademoiselle de la Serre auch noch. Das nenne ich ein Wiedersehen. Bleib versteckt. Lass ihn reden. Okay. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff Versteck nach der Macht? Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Hier bist du. Okay. Was? Ist wohl keine gute Idee. Scheinbar ist er immun gegen Rauchbomben. Was ziemlich scheiße ist. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen, dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Ja, machen wir Rache alles. Also. Ja. Hallo, nochmal von vorne. Das ist unfair. Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast wohl hin. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Da bist du ja. Ey, nein. Oh, schon wieder. Macht? Nein. Wie kann man das hinbekommen? Der ist doch zu übermächtig. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Dann dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne also, hat, um ihn zu rächen? Diesmal... Ach, der lädt sich immer so auf. Rache also. Dein... Hallo! Hallo! Bleib schön. Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Jetzt hab dich! Was? Der kann mich durch das Schwert Hat sehen. Hat dein Vater dir nichts so. Beigebracht? Der Orden wurde zu selbst... Hier bist du! Hallo? Der Orden wurde zu selbstgefällig. Seit Jahrhunderten konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Insignien der Macht, die Titel des Adels, die Ämter der Kirche und des Staates, gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen zu führen. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Da bist du ja. Okay. Ich töte dich. Du hörst nicht zu. Mich zu töten wird nichts ändern. Wenn unsere Templerbrüder sehen, wie die alten Institutionen bröckeln, werden sie sich anpassen. Sie ziehen sich in die Schatten zurück und wir werden endlich zu den geheimen Meistern, die wir immer sein sollen. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Ich sehe dich, Assassine! Komm! Lächerlich! Oh! Gut, also komm. Das ist schlecht. Töte mich, wenn du kannst. Hallo? Ja, möchte ich machen. Also komm! Jetzt! So, hä? Wo also ist der? Komm. Töte mich, wenn du kannst. Hier bist du. Oh, also nein. Schnell töte mich, wenn du kannst. Ich habe bereits gewonnen. Ja. Wieso hat er bereits gewonnen? Ich finde dich schon. Oh. Jetzt macht er so Pömplein. Das ist aber nicht sehr nett. Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Oh. Oh. Jetzt ist er da hinten wieder. Na super. Aber er kommt wieder zurück. Super. Ja, schön. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Glaubst du, ich finde dich nicht? Hallo? Nein, runter. Gut. Du kannst dich nicht verstecken. Ja, das hast du mir
jetzt dreimal gesagt. Jacques Demolay, sprecht durch mich. Wie kannst du hoffen zu obsiegen? Ich weiß nicht. Scheinbar, Wo versteckst du dich, Assassine? Ich finde dich schon. Ja. So, und jetzt du kommen wir jetzt dahin? Du stellst meine Geduld auf die Probe. Ha. Aua. So, jetzt direkt wieder in Versteck. Lauf ins Versteck. Ich kann keine Lücke finden. Wir müssen ihn gemeinsam angreifen. Schnell. Oh mein Gott. Jetzt bist du wieder da hinten. Super. Ah nein, du kommst zurück. Gut. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Haben wir es geschafft? Das ist die Maske lächerlich. Ich stecke fest! Er entkommt! Gleich! Ich bin fast frei! Ich kann ihn schaffen! Kannst du nicht! Nicht allein! Warte auf mich! Tut mir leid. Elise! Okay. Elise! Die wacht Elise, auf. Nein. 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 Nein, sie wacht nicht mehr auf. Och, Manno. Das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Boah, und du überlebst, ne? Ich könnte dich umbringen. Oh, das mache ich sogar. Kann man jetzt auf den schießen? Wäre ein viel schönerer Tod. Nein. Muss ich tatsächlich umbringen? Richtig schön langsam. Du hast den Schurken erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ein besonderer Favorit von mir. Ich verstand die Visionen nicht, die meinen Geist damals plagten. Große, goldene Türme, Städte, die weiß wie Silber glänzten. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann fand ich diesen Ort. Jacques de Molay's Gruft. Durch seine Schriften verstand ich. Und was genau? Dass ich über die Jahrhunderte mit dem Großmeister de Molay verbunden war. Dass ich auserwählt war, den Orden von Dekadenz und Korruption zu säubern, bevor er gänzlich verfaulte. Und die Welt zu reinigen und zur Wahrheit zu führen, die der Vater des Verstehens vorgesehen hatte. Die reden beide gleichzeitig. Das scheint gut angekommen zu sein.
Propheten werden zu ihrer Zeit selten gewürdigt. Exil und Demütigung zwangen mich zur Entwicklung neuer Strategien. Neue Wege zu finden, um meine Ziele erfüllen zu können. Was immer es koste. Eine neue Ordnung kommt nie ohne Zerstörung der alten. Und fürchten die Menschen die ungehinderte Freiheit, ist es für mich besser. Eine Kostprobe des Chaos erinnert sie daran, warum sie lieber gehorchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Bedenken, die reden beide gleichzeitig. Der Fortschritt ist langsam, aber so unaufhaltsam wie ein Gletscher. Du hast nur das Unvermeidbare verzögert. Ein Tod kann die Flut nicht stoppen. Womöglich ist es nicht meine Hand, die die Menschheit zurück an ihren Platz führen wird. Aber irgendwer wird es tun. Denk daran, wenn du dich an sie erinnerst. Das ist sehr komisch. Gut. Wieso redet der immer noch? Okay, das scheint ein Bug zu sein. Das macht irgendwie die ganze Stimmung kaputt, genauso wie ich. Es ist ziemlich schade, dass die sterben muss. So. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Wem jetzt das Schwert? Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief. Das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten. Und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter. Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Geil. Jahre später. Ach, der geehrte Typ. Mal, das ist jetzt nicht der eine Typ. Wir sind jetzt in der Gruft, in der alten Gruft, die wir ganz zum Anfang gespielt haben. Oder? Das müsste der ganz alte sein, denn da hinten im Hintergrund hat man diesen komischen zwei Jungen gesehen, die, wo man
man das Schwert, wo der das Schwert reingesteckt hat. Egal. Das war Assassin's Creed Unity. Muss ich sagen. Das war's. Ich muss sagen, es war ein sehr... Mein Gott, ich traue meinen Augen nicht. Anu hat diesen Kampf gewonnen, 2 Jahrhunderte bevor er begann. Gut gemacht, Mensch. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Germains Leiche absuchen. Die Knochen werden sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesem Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Novize. Bis wir uns wieder melden, durchsuchst du am besten weiter Anus Erinnerung nach allem, was er noch gesehen haben könnte. Unbekannte historische Fakten. Mehr DNA-Proben. Was immer unserer Sache hilft. Du hörst von uns, wenn wir dich brauchen. Verlass dich drauf. Warte mal. Wir haben jetzt den Weisen verfolgt, ja? Und jetzt wollen die uns weismachen, dass man den nicht mehr benutzen kann. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt... Egal. Auf jeden Fall haben wir alles umsonst gemacht, sozusagen. Nein, was ich noch sagen wollte, es war ein sehr durchwachsenes Spiel. Also, ich fand am Anfang... Natürlich, ich habe selber die Performance zu hoch eingestellt und dadurch ziemlich niedrige Frameraten gehabt, aber ich fand es jetzt sehr, sehr durchwachsen, muss ich sagen. Es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel, nur bei Assassin's Creed ist man ein so hohes Niveau gewöhnt, dass man nicht so einfach. Ja, man wird enttäuscht durch die Erwartungshaltung, die man hat. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, weil ich habe mir mehr erwartet. Vor allem vom Spielfluss her, wie flüssig das ist, wie die Kletteranimationen, nicht von den Kletteranimationen her, sondern allein vom Parcourslaufen jetzt. Fand ich jetzt, war die Steuerung nicht so perfekt. Leider. Oder das Kampfsystem fand ich gut. Auch wenn ich mich darüber aufgeregt habe. Ich finde das Kampfsystem sehr gut. Denn das ist es, was das Ganze sozusagen einen gewissen neuen Schwierigkeitsgrad gibt, was man in den letzten Teilen komplett nicht gebraucht hat. Man konnte die letzten Teile durchspielen, ohne zu sterben. Es war einfach. Hier geht das nicht. Hier muss man wirklich, wirklich gut sein, um hier nicht zu sterben. Was gibt es noch? Der Arno hat am Ende gesagt, dass das Credo ist, nichts ist erlaubt, nichts war alles erlaubt. Dass es eine Warnung ist. Vielleicht liegt es ja daran, dass das Credo die Gegner meint. Nicht uns selber, sondern die Gegner. Dass die Gegner sozusagen alles machen dürfen. Und dass bei den Gegnern, ja, sozusagen, dass die Gegner genau das machen, was wir machen. Und naja, die machen halt alles. Sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist auf jeden Fall rum. So. Und jetzt. Was soll ich noch sagen? Naja, der Vater des Verstehens. Ich habe jetzt nicht so ganz mitbekommen, was der Vater des Verstehens genau ist. Ist das jetzt sowas wie die Göttin Minerva, die ja jetzt im 4. Teil befreit wurde? Ich spoilere jetzt mal den 4. Teil. Die im 4. Teil befreit wurde und im 3. Teil wurde die befreit und ist dann halt in unsere Welt gekommen, sozusagen durch die Zeit gereist, um unsere Welt zu retten, aber irgendwas Böses hatte die auch vor.
sind die Templer jetzt einfach nur eine andere Richtung gegangen? Also haben die auch diese Götter, die jetzt halt nicht Minerva ist, sondern was anderes? Oder Juno? Juno müsste das sein? Minerva? Minerva und Juno sind, glaube ich, beides die gleichen. Einmal griechisch, einmal römisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber... ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist sehr komisch. Der Vater des Verstehens. Ich wäre zu gerne wissen, sehr gerne würde ich wissen, wer das ist. Denn scheinbar haben die ja beides die gleichen. Oder halt wir damals mit Enzio und Desmond und der Typ jetzt dieser Weise haben beides die gleichen Halluzinationen, kann man ja schon fast schon sagen. Es ist beides irgendwie gleich gewesen. Ist das jetzt irgendwie... wie soll ich es sagen? Ist das jetzt beides ja, die gleiche Religion? Oder sind das halt diese Vorläufer nur... wurden die Templer von einem Mann angesprochen und die Assassinen von einer Frau? Oder sind das in Wirklichkeit beides die gleichen? Und der Typ dahinter oder die dahinter macht sich einfach einen Spaß, sich einen Spaß daraus, uns gegenseitig aufzuhetzen? Was läuft dahinter ab? Das wäre sehr, sehr interessant. Also, wenn das irgendwann rauskommen würde, ich glaube, das wäre wirklich was sozusagen alle Teile vorhin erklärt, sozusagen. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass das so funktionieren wird. Ansonsten... ja, und ich habe nach den Credits, die ich jetzt hier durchlaufen lasse, weil ich finde, das ist immer so, man sollte sich die Credits angucken. Es ist auch interessant, wie viele Leute da einfach mitmachen. Wie viele, allein Voice Actors es gibt. Für jedes Land gibt es da mal eben 150 Voice Actors oder sowas. Wahrscheinlich habe ich das etwas übertrieben, aber wie viele allein die Stimmen einsprechen und was es da alles drinne gibt, das ist immer wieder schön zu sehen, was es hier sozusagen alles gibt. Und irgendwann, ihr müsst euch jetzt das mal gut angucken, irgendwann kommen dann Voice Actors auf ich glaube, auf Korea. Einer. Und drei Übersetzer oder sowas. Das ist schon witzig. Es ist genauso wie in den alten Teilen gab es für Polnisch drei Voice Actors. Und für die deutsche und die englische Synchronisation irgendwie 50 oder sowas. Das ist schon sehr witzig, hier das anzusehen. Achso, ja. Ich spring wieder durch die Gegend. Ich habe mir das Spiel im Nachhinein nochmal angeguckt und ich bin da zu meinem Haus gelaufen sozusagen und habe da eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Es gab nämlich da eine Stube, wo man Briefe lesen kann. Und nachdem dieser Abspann vorbei war, ist da ein neuer Brief aufgetaucht von Elise. Und da hat sie drinne gesagt, ich muss alles geben, dass dieser Typ stirbt. Und wenn ich mit ihm sterbe, dann ist es so. Und falls du diesen Brief liest, bin ich halt heute von dir gegangen. Das war ziemlich, ziemlich imposant. Also, den habe ich auch komplett sozusagen mir durchvorlesen gelassen. Ja, tut
sozusagen komplett durch vorgelesen gelassen. Hallo? Nein. Es funktioniert nichts mehr. Das ist böse. Ah, gut, jetzt funktioniert wieder was. Ja. Ich habe im Nachhinein auch ein bisschen so ein paar Soldaten sozusagen angegriffen und gekillt mit dem neuen Schwert und das ist One Hit. Also egal welche Person du hast, sie stirbt beim ersten Mal, wo du. Nein, beim zweiten Mal, wo du die triffst. Das macht schon echt Spaß, das Schwert jetzt. Ich muss mal gucken, vielleicht will ich auch noch Rogue spielen. Also ich habe jetzt von manchen Personen gehört, dass Rogue echt gut sein soll, vor allen Dingen, weil das jetzt zwischen den zweiten und den dritten Teil spielt und ja, sozusagen den zweiten und den dritten habe ich selber gespielt. Deshalb finde ich das sehr, sehr interessant, mal das Ding zu spielen. Ich glaube, das wäre... Ja... Und... ich glaube, es wäre sehr interessant. Außerdem habe ich ja vor allem gehört, dass es sehr, sehr gut ist. Und es ist eher so wie Assassin's Creed 4. Also nicht jetzt hier dieses High-End-Teil mit neuem Schleichsystem und so weiter, sondern... eher ein etwas aufpoliertes Vierer und ich glaube, das wird sehr interessant sein, da die PC-Version zu sehen. Auch wenn ich jetzt dank meiner Nicht-Nvidia-Grafikkarte diese schönen Raucheffekte und so weiter nicht benutzen kann. Aber das finde ich jetzt, naja, nicht so ganz so schlimm, muss ich ehrlich sagen. So, hier kommen die Voice Talents. Okay, es sind vielleicht 100. Maximum. Auf jeden Fall ist das sehr witzig, hier das alles zu lesen. Wenn man da ein bisschen Lust hat drauf. So, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's jetzt zu meiner Einschätzung. Ich muss sagen, es ist ein gutes Spiel, aber... meine Erwartung hat irgendwie nicht so ganz getroffen. Also ich bin damit zufrieden, aber nicht unbedingt super froh drüber. Naja, das ist irgendwie immer so, dass Assassin's Creed so ein Spiel immer braucht, um das Ganze gut zu machen. Es war ja auch schon nach der Dreier-Trilogie, oder es war sozusagen, sie haben erst eins gemacht und zwei. Und zwei war dann ein richtiger Erfolg. Dann haben sie diese Zweier-Sachen ausgelutscht. Ja, ausgelutscht möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall haben sie dann halt zwei Fortsetzungen davon gebracht. Und die waren auch gut. Ja, wobei, ich finde zwei das Beste von der Story und Revelations... das Beste vom Gameplay her. Vor allen Dingen, weil man sich da so schön flüssig bewegen konnte. Und Rom fand ich... ja, ging so. Also zwischen den beiden war so ein netter Übergang. Und dann kam halt 3. Und 3 war wieder nicht ganz so gut. Und dann kam 4. Und 4 war wieder gut. Jetzt kam sozusagen 5 und das hatte jetzt so ein paar Probleme und es wurde jetzt schon das neue Assassin's Creed angekündigt, Assassin's Creed Victorian, das im viktorianischen England spielen soll. Da glaube ich, könnte es wieder gut sein, da es halt diese Regel hatte. Es ist genauso wie Windows. Immer jedes zweite Windows ist gut. Es ist sehr komisch. Genauso, es gibt irgendwie immer so
Angaben oder irgendwie so Faustregeln. Zum Beispiel bei Multiple Choice ist meistens C das Richtige oder sowas. Das war sowas, was ich in der Schule mal wenigstens gelernt habe oder irgendwie sowas halt. Ist schon witzig. Ich lasse euch jetzt mit den Credits alleine und würde dann mich verabschieden und sagen, bis zum nächsten Let's Play. Auch das Let's Play fortsetzen, was ich extra wegen Unity, weil es frisch rausgekommen ist und ich mir extra viel besorgt habe, sozusagen pausieren. Also ich habe das Let's Play, das andere Let's Play pausiert und das wird wahrscheinlich so in so einem halben Jahr oder sowas kommen, weil ich so viel noch im Voraus aufgenommen habe. So. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Dringendes zu sagen? Ich überlege gerade. Ich finde irgendwie nicht. Nein. Es werden auf jeden Fall noch zwei coole ein Spiel, was ziemlich zum Ausrasten bringt und ein cooles Spiel bringen oder kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.